Hallo Leute, das heutige Thema ist die Truppe Stadtwerkstatt. Lasse Traumjobs wahr werden. Die Stadtwerkstätte hilft junge Menschen mit geistiger Behinderung für eine ganz normale Arbeit. Bei seiner 27. Spendeaktion hilft der Tagesspiegel und die sammelt Spende für Menschen mit geistiger Behinderung. Es geht hier darum, dass mehr Menschen mit geistiger Behinderung auf der ersten Arbeitsmarkt arbeiten wollen. Und die dafür, die gerne die richtige Unterstützung, die richtige Förder gerne zukommen lasse. Und wie schon gesagt, die Truppe Stadtwerke hilft junge Menschen mit geistiger Behinderung für auf den allerersten Arbeitsmarkt. Viele junge Menschen mit Behinderung sind ja auf eine Förderschule erstmal unterwegs, besonders die mit geistiger Behinderung. Dort lernt man unter anderem zum Beispiel, wie man denn richtig den Tisch eindeckt. Und auch in diesem Bericht wird gesagt, das kommt das Schulmeister sich dann vor, ob dies ein Kindergarten wäre. Und es geht einfach darum, eine Perspektive zu erschaffen, was denn nach die Förderschule ist. Weil zu 72% die 35.000 Menschen, die eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung arbeiten, sind davon circa 72% davon geistig behindert. Die andere habe eine körperliche Behinderung und es geht hier darum, mehr Spende und mehr Perspektive für Menschen mit Behinderung auf der allerersten Arbeitsmarkt zu beschaffen. Wie genau kann man das machen? Wie zum Beispiel macht das die Stadtwerke so? Also die Stadtwerkstätte so. Dabei geht es darum, dass Eltern sich zusammengeschlossen haben, ich glaube insgesamt 9 Eltern oder so oder mehrere Eltern, die dann versuchen, gegen die Werkstatt und gegen das System vorzugehen. Wie genau kann man das denn machen? Die haben, wie ich schon gesagt, 27 Weihnachtsspendeaktionen rausgebracht. Um einfach Spende und Gelder für die Menschen mit geistiger Behinderung, also für die dann ein normaler Arbeitsplatz möglich zu machen. Dafür sind die Gelder in erster Linie da, dass man halt dann eben auf den ersten Arbeitsmarkt Fuß fassen kann, auch wenn man eine geistige Behinderung hat. Weil geistige Behinderung bedeutet ja nicht, dass du gleich dumm bist. Auf gar keinen Fall. Viele Menschen mit geistiger Behinderung haben auch tolle Fähigkeiten, die man in so einem Beruf ausüben kann. Und der Bericht geht da noch vor, die Eltern wissen zwar, dass ich zwar auf der ersten Arbeitsmarkt immer wieder Hilfe brauchen könne. Ja, das stimmt aber nur zum Teil. Es kommt da ganz auf den Beruf an und auf das Umfeld, wo die halt eben sind. Ich meine, man kann sich ja auch gegenseitig helfen, unter dem Betrieb zum Beispiel, würde ich mal vorschlagen. Aber so im Normalfall, falls seine geistige Behinderung nicht so stark ausgeprägt ist, kann man da auch viele Alternativen schaffen. Für alle Menschen, die jetzt eine geistige Behinderung haben, für auf den Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Ich könnte gerne mal die Kommentare gerne mal erläutern, wie kann man das Ganze machen. Ich will auf jeden Fall nicht hören, das geht ja nicht. Dafür sind die Förderschulen da, sind ja besser aufgehoben, da lernen die mehr. Die Werkstätten sind besser aufgehoben. Ich meine, ihr müsst euch mal in die Lage reinversetzen. Viele Leute, mit denen ich über das Thema schon mal geredet habe, viele Leute wissen einfach nicht den Umgang damit. Oder viele Leute haben einfach selbst nicht die Erfahrung gemacht. In eine Förderschule zum Beispiel, wenn man mal das Thema immer ansprechen sollte, oder in eine Werkstatt. Von außen bekommt man ja sehr, sehr oft gesagt, in so einer Förderschule wirst du gefördert, das lernst du besser und lernst du mehr. Ist aber nur falsch so. Wenn du mal das System hinter die Förderschule guckst, wo dann die Leute im Endeffekt landen, so ziemlich alle, die dort eine geistige Behinderung haben oder auch nur, sag ich mal so, nicht ganz so schwer, schwerst behindert sind sie wie manche andere, die kommen zu 72 oder 95% auf eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung
und nur ganz, ganz wenige davon schaffen den Schritt auf den ersten Arbeitsmarkt. Und selbst dann ist es immer noch sehr, sehr schwierig. Weil was lernt ihr von der Förderschule? Habe schon bei einigen Videos darüber geredet. Könnt ihr euch gerne mal oben mal anschauen. Habe einmal das Werkstattvideo und einmal das Förderschulvideo oben mal verlinkt, falls ihr über das Thema gerne mehr und intensiv erfahren wollt. Nur mal als Kurzform, was lernst du dort? Wie in dem Bericht auch benannt wird. Dabei ist ja so, die machen dort sehr viel Tische, die lernen das selbstständige Leben, die machen dort Haushalt, Wäsche, lernen dort Tische eindecken. Ja, das ist zwar wichtig, keine Frage, aber in erster Linie musst du am Ende des Tages oder besser gesagt am Ende deines Monats deine Miete bezahlen können. Aber weil du in so einer Werkstatt bist und das System dann gefangen bist, das Problem dabei ist halt eben, die Personen, sage ich auch ganz, ganz oft, die können sich ja eben sehr, 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 sehr wenig leisten und die können auch so gut wie fast gar nicht ansparen, weil das, was sie dann übrig haben von der Werkstatt, braucht man fast komplett, um zu leben, wenn man ehrlich gesagt ist. Also davon alleine kann man sein Leben und Erhalt leider nicht finanzieren. Auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiges Thema. Darüber können wir gerne mal in die Kommentare mit euch gerne mal gemeinsam darüber diskutieren. Falls ihr auch gerne für die Stadtwerkstätte gerne mal spenden wollt, könnt ihr gerne machen. Den Link zu dem Bericht und diese Quelle, die ich dafür dieses Video verwendet habe, werde ich auf jeden Fall hier unten mal in die Videobeschreibung setzen. Und dann könnt ihr euch das gerne mal anschauen und euch das gerne mal belesen, was man denn dagegen eigentlich alles so machen kann. Was könnt ihr denn machen für Menschen mit Behinderung? Oder wie kann man denn die Förderschule denn besser gestalten, dass man dort dann besser lernen kann? Solange man auf einer Förderschule nicht den normalen Schulabschluss machen kann, ist das für mich auf jeden Fall nicht der Weg, den man gehen sollte, um dorthin zu gehen. Ich muss mir vorstellen, sage ich auch kurz nochmal am Ende von diesem Video hier, es gibt bestimmt zwei Arten von Förderschule. Einmal die für geistige Entwicklung, da machst du keinen Schülerplus, wie es so ein Name sagen tut, für geistige Behinderte. Und dann gibt die Förderschule, sag mal, für körperliche Behinderte. Habe ich auch so von einigen Leuten gehört, dass man dort einen Abschluss machen kann. Das ist nochmal eine andere Schulform. Aber die Schulform, wo ich war, war die für geistige Entwicklung. Ja, ansonsten könnt ihr gerne mal eure Meinung über das Thema gerne mal in die Videobeschreibung gerne mal auslassen. Dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal, Leute, und haut rein.